Jetzt kann ich nämlich das blaue Portal hier hinsetzen. Den Würfel mitnehmen. Jenen welchen auf diese Plattform legen. Tada! Und schon kann ich da hoch. Ja. Soll mal irgendjemand behaupten, ich wäre dumm. Jetzt muss ich nur noch irgendwo schnell runterfallen, um da oben an den Knopf dran zu kommen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie... Ich benutze einfach diesen Beschleunigungsstreifen hier als Beschleunigung, um schnell da hochzukommen. Jawoll. Okay, emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Tja, da nützen deine Hochleistungsprozessoren auch nichts mehr. Gut, ich habe hier einmal die blaue und einmal die rote Farbe. Und ich kann mich frei entscheiden, welche ich benutzen will. Gut. Jetzt ist die Frage. Was das hier bringt. Ne, das bringt nichts. Hm. Also ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen muss. Ich muss hier rüber auf jeden Fall. Dafür kann ich die orangene Farbe vielleicht als Beschleunigungsstreifen nutzen. Ja, das sieht gut aus. So, und dann muss ich im letzten Drittel, glaube ich, muss ich blaue Farbe nehmen, damit ich schnell werde. Wisst ihr, was ich meine? Also damit ich nicht einfach nur da runterfalle, sondern damit ich springen kann. Oder kann ich vielleicht einfach... Nee. Das bringt leider nicht so viel. Ah, aber vielleicht... Ich muss irgendwie da hinten rauskommen, das heißt... Nee, das bringt nicht so wirklich viel. Nein, auch nicht. Nein. Hm. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich habe keinen Dunst. Also irgendwie... Ich muss vor allen Dingen da oben drauf, glaube ich, oder? Ah! Da oben ist noch eine weiße Fläche. Ich Volltrottel. Okay, das heißt, alles voll mit Beschleunigungsstreifen. Beschleunigung war der hier. Dann setze ich einfach ein bisschen von dem Sprungzeug hier vorne hin. Und dann müsste ich eigentlich schon rüberkommen. Jawohl. Okay. Jetzt muss ich Folgendes tun. Das Orangene hier hinsetzen, das Blaue hier vorne hin. Jetzt benutze ich das Blaue, um mich da hinten rausschleudern zu lassen. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, das bringt nichts. Das Orangene muss ich hier oben hinpacken. Obwohl, ich gucke erstmal, was da oben ist. Genau, das Orangene muss da oben hin. Und das Blaue setze ich jetzt gleich hier unten. Dann kann ich nämlich nach da hinten fliegen. Genau, das Blaue hier hin. So geht das. Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst da unten. Das Ding nennt man Aufzug, das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Ja, du warst mal seine Sekretärin, glaube ich, ne? Du warst mal seine Blaseschlampe. So, weiter geht's. Wer noch weitere 60 Dollar verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch 120 Dollar in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen, wie neu. Super freundlich, super sympathisch. Hier gibt's orangene und blaue Farbe. Von da komme ich. So, an das Level kann ich mich erinnern. Das war relativ kompliziert, glaube ich. Ich musste irgendwie rutschen, springen, alles mögliche auf einmal. Puh, ich brauche den Würfel da oben. Da muss ich irgendwie lang und... Ach du Scheiße. Erstmal einen Überblick verschaffen. Ja. Ich gehe mal kurz darüber. Auf die Fläche, da kann ich nicht drauf, nee. Ist aber auch erstmal egal. So. Da oben ist auch noch was. Na. Gehe ich mal gucken, was es da so Schönes gibt. Hier muss ich auch hochrutschen. Sieht auch ein bisschen bescheuert aus. Okay. Da hinten ist ein Knopf mit irgendeiner Pumpe. Ich gehe mal zurück. Also ich brauche auf jeden Fall Beschleunigungsstreifen. Beschleunigungsstreifen brauche ich da auf jeden Fall. Da sind Pfeile. Ja, genau. So, dann kann ich mich doch eigentlich auch schon... Genau. So, wenn ich jetzt die Bahn hier als Rutsche benutze... Nee, passiert nichts. Bin ich nicht schnell genug, oder was? Nee, schade. Nochmal das Ganze. Also ich brauche den blauen hier. So. Da muss nochmal Sprungzeug drauf. Okay, wie mache ich das? Hier oben muss Sprungzeug drauf. Wie schaffe ich das am besten? Hm. Da komme ich nicht dran, oder? Nicht hier. Ah, doch. Perfekt. Jetzt läuft es schon. Alles klar. Das heißt, blau hier drauf. Jetzt komme ich schon da oben auf den Würfel drauf. Glaube ich. Ja, wunderbar. So, den Würfel habe ich schon mal. Jetzt ist nur die Frage, wofür brauche ich denn nochmal? Da hinten muss ich mit dem Würfel hin. Okay. Ich schnall zwar noch nicht so ganz, wofür das ist, aber das sieht schon mal gut aus. So, was sehe ich denn hier noch so, was ich machen muss? Ich muss jetzt da oben rausspringen, das heißt, ich muss... Jetzt wird es, glaube ich, kompliziert. Das Blaue muss ich hier hin. Ich muss hier Orangefarbe hin.
Genau. Dann muss ich da den Würfel wieder wegnehmen, leider Gottes. Dann zuerst hier blaue Farbe drauf. Genau. Dann den Würfel wieder drauf. Oh, wow. Das war ich ein bisschen schnell. So, jetzt ist er nämlich blau von der Oberseite. Jetzt kann ich das Blaue hier oben hinsetzen. Dann müsste ich eigentlich schon dahin kommen, wo ich hin will. Ja, perfekt. Bei Interesse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir fuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt macht neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Tja, immer wenn sowas gesagt wird, ist meistens was faul. Weil die Großen wollen immer verdienen. Die Kleinen werden verarscht. So, wir schlagen uns echt gut. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgel zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen, aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Der ist sehr freundlich, der Mann. Sehr, sehr freundlich und zuvorkommend. Soll ich hier durchgehen vielleicht? Ah, ich hätte auch hier oben... Oh. Ich hätte vielleicht zuerst den Gang da hinten weitergehen sollen. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt ist die Tür zu. Ja, tu das. Ich hab's ziemlich lange ohne dich ausgehalten. Okay. Versuche hier mal schnell durchzukommen. Okay, ich bin tot. Scheiße. Ah, vielleicht sollte ich zuerst die Apparate da ausstellen und dann überlegen, was ich überhaupt machen muss. Scheiße, Erkältung. So, was ist hier überhaupt Ziel und Zweck? Achso, ja, ich kann mich ja hier durchteleportieren, ich Idiot. Ich vergesse immer, dass ich eine scheiß Teleportkamera habe. Ah, dieses weiße Zeug, das ist um Portale zu setzen, ne? Das werden wir gleich noch sehen, das werdet ihr gleich noch feststellen müssen, zwangsläufig. Genau. So, ich will... Die sind alle drei aktiv, falls ich kann die nicht mehr manuell umschalten. Das ist schon ein bisschen blöd. Weil ich nämlich nur eins von diesen Flüssigkeiten gebrauchen kann. Wo komme ich nochmal her? Beziehungsweise, wo muss ich hin? Muss da oben drauf, glaube ich. Okay. Und jetzt bin ich hier quasi. Okay, das war ja einfacher als gedacht. Gut, das wäre auch geschafft. Hier bin ich schon mal durch. Da kriegt sie Panik.